Was geht? Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich die Bibel lese. Macht das Sinn? Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 12, 1 bis Vers 27 gelesen und wir starten heute ohne viel und aber, keine Ahnung, ob das eine Redewendung ist, in den Text ein, ab Vers 28. Und da heißt es: Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte den Gesprächen zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte, deshalb fragte er ihn: Welchen von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte: Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihn. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinem Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Dies ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Wow. Wow. Also wir sehen hier einfach, so viel ich auf Schriftgelehrten und Sadduzäer und Pharisäer und so immer hate, das ist nur die, ich würde nicht mal sagen die Allgemeinheit, aber es gibt diese Gruppe Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die Jesus einfach hassen. Aber es gibt natürlich in jeder Gruppe, egal was für eine Gruppe es da draußen gibt, gibt es auch treue, gottesfürchtige Nachfolger, die verstehen, die die Wahrheit verstehen und demütig sind. Und da sehen wir, merken wir und treffen wir diesen Schriftgelehrten, der wahrhaftig zu ihm kommt und sagt: Meister, Lehrer, und nicht so heuchlerisch wie die davor. Und er fragt die Frage: Hey, was ist das wichtige Gebot? Also auch, ich glaube, er weiß, also ich bin mir sicher, er weiß es, weil er es später ja auch wiederholt. Er möchte aber nochmal sicher gehen, aber aus einem reinen Gewissen und aus einem nicht heuchlerische, das ist eine nicht heuchlerische Frage, sondern eine ehrlich gemeinte Frage, sondern er wollte nochmal sicher gehen, so, ist es wirklich ein heiliger Mann hier? Ist es wirklich, ist er es wirklich wert, ihm nachzufolgen? Und dann fragte er: Hey, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete richtig und sagt: Es gibt nur einen Gott, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Gebote sind gleich wichtig. Und später sagt der Schriftgelehrte dann auch: Hey, du hast richtig geantwortet. Denn die Gebote, diese Liebe, Gott an erster Stelle, dir deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist so viel wichtiger als alle anderen Vorschriften. Es ist, und er sagt in 33, schauen wir uns nochmal an, in 33 sagt er: Das ist weit wichtiger als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben ist. Was man da einfach daraus sieht, ist, dass auch wenn es diese Vorschriften gibt, gibt es immer noch etwas darüber hinaus. Und das ist das, was Jesus immer lehrt. Das ist das, was Jesus von Tag 1 gelehrt hat. Ich weiß nicht von Tag 1, aber wo er angefangen hat zu lehren, das ist das, was er gelehrt hat. Wenn er am Sabbat Leuten, Menschen hilft, was als Arbeit gesehen wird. Und es heißt ja, man darf nicht arbeiten am Sabbat. Das heißt es, weil darüber hinaus, über all diese Gesetze,
ist die Liebe. Und der Mann, der Schriftgelehrte, und dieser Schriftgelehrte, der hat es auch erkannt und er hat gesehen, wie Jesus diese ganzen Fragen beantwortet hat von den heuchlerischen Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern und wie auch immer. Und hat einfach gesehen, hey, dieser Mann ist doch krass. Also dieser Mann ist vielleicht wirklich der, von der er behauptet, wer er ist. Und Jesus dann zum Schluss noch zu ihm sagt, hey, du bist so nah dran. Du bist so nah dran am Himmelreich. Denn du, und das gebe ich jetzt hinzu, aber denn er ist demütig, versteht die Liebe, versteht das Gesetz und ist nicht voreingenommen, denkt nicht darüber nach, was die anderen von ihm denken oder sonst was, weil er als Schriftgelehrter müsste jetzt eigentlich allen anderen Schriftgelehrten folgen, die so kritisch gegen ihn sind, aber nein, er bleibt Gott treu, mehr als den Menschen. Und Jesus sagt, hey, du bist nah dran am Himmelreich. Also wenn Jesus mir sowas sagen würde, ich glaube, ich würde sogar mal weinen. Weil das ist einfach, kraftvoll. Lesen wir weiter. Ab Vers 35. Als Jesus später die Menschen im Tempel lehrte, fragte er, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn Davids ist? David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sagt zu meinem Herrn, setz dich auf dem Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter den Füßen mache. Wenn selbst David ihn also Herr nannte, wie kann er da gleichzeitig sein Sohn sein? Und die Menge hörte ihn gebannt zu. Und er lehrte sie noch weiteres. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Kommen wir zum guten Schriftgelehrten, wieder zu dem schlechten Schriftgelehrten. Unter den Juden war allgemein bekannt, dass der Messias kommen wird. Und was klar war, ist, dass der Messias, der Christus, ein Nachkomme Davids sein wird. Und das wussten sie, weil im Alten Testament, das stand da, wurde so prophezeit, so Nachkomme Davids. Im 2. Samuel Kapitel 7, 12 bis 13, dass es heißt, ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein König bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königthron bestätigen ewiglich. Und wir lesen auch in Matthäus 12, Vers 22, dass die Leute unter sich auch darüber nachgedacht haben, ist dieser Jesus vielleicht doch der versprochene Retter, der Sohn Davids? Weiterhin lehrt Jesus, dass die Menschen aufpassen sollen vor den Schriftgelehrten. Und da sehen wir wieder, okay, es gab den einen guten Schriftgelehrten, aber hauptsächlich, er sagt die Allgemeinheit, Schriftgelehrten, auf die sollten wir aufpassen. Denn, wieso? Denn das sind diese Heuchler, die rumgehen mit wahrscheinlich der Nase ganz oben und denken, dass sie die tollen, heiligen Menschen sind, weil sie lange beten, weil sie mit besonderen Kleidern rumlaufen, aber sie sind Betrüger und Heuchler und, das habe ich jetzt da hinzugefügt, aber sie nutzen Menschen aus und denen wird die Strafe noch viel größer treffen. Was wir auch zu Beginn Markus 12 gelesen haben mit den Bauern
und dem Herrn des Weinbergs, dass er kommen wird und sie töten wird. Lesen wir noch den letzten Teil. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkasten im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Und hier nochmal zum Schluss sehen wir, dass Jesus beobachtet, was so im Tempel passiert und nochmal aufzeigt, wie heuchlerisch die eine Seite ist, aber wie großartig manche andere geben. Und wir sehen hier eine Witwe, die alles gegeben hat, was sie hatte. Und das ist ja auch super logisch, was hier passiert. Aber es ist einfach nur eine Ermutigung für uns. Ganz klar sehen wir hier, die Reichen, die geben zwar mehr Geld, geben zwar ein Hunderter, und die Arme, die gibt nur 2 Cent, und das ist ein Hunderter, ist natürlich mehr als, aber prozentual gerechnet, wenn der Mann 10.000 verdient, dann ist 100 ein Witz, aber wenn die Frau nichts verdient, dann ist 2 Münzen natürlich alles, was sie hatte. Und da sehen wir einfach nochmal, was wichtig ist für Gott, was wichtig ist für Jesus. Ist nicht die Anzahl von dem, was du gibst, sondern dass du alles gibst. Also geht es um deine Herzenshaltung. Wie wir das wirklich in unserem Alltag einbringen können, ist natürlich schwierig zu sagen. Also klar, ich bin mir sicher, dass Gott uns immer versorgen wird, auch wenn wir all unser Geld abgeben wird. Aber es gibt natürlich auch Bibelstellen, wo es einfach heißt, hey, wir sind ein guter Verwalter mit dem Geld, was Gott uns gibt. Also fangen wir natürlich auch das Richtige damit an. Aber es geht um unsere Herzenshaltung. Wenn wir was geben, dann geben wir nicht, weil wir einfach schon zu viel haben, sondern weil wir geben wollen aus der richtigen Herzenshaltung. Aber ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es doch unten in die Kommentare. Falls ich irgendwas ausgelassen habe, ich schreibe es mir auch unten in die Kommentare und ich versuche es irgendwie zu ergänzen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Ich habe hier wieder 2 Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist mit allen Markus Evangelium Bibelstunden. Und auf dieser Seite habe ich ein anderes Video, wo ihr gerne draufklicken könnt und mich supporten könnt.